So, draußen regnet es im wirklichen Leben, nicht hier. Hier ist es alles trocken. Wunderbar. Nee, ich darf nicht mit dem Weizen in der Hand da rein, sonst gibt das ein Chaos, ein emotionales Chaos bei den Schafen. Aber ich kann natürlich die scheren. Ah, reparieren geht so auch. Braucht man also nicht an der Werkbank. Ich habe es mir ja gedacht, weil man ja nur zwei Sachen zusammenfügen muss, nämlich die beiden kaputten. So, jetzt haben wir mal wieder eine ganz neue Schere fast. Kommt, Freunde, hier kommt der Friseur-Opa. So, mal sehen, ob ihr euch jetzt wieder schwarz färbt. Müsstet ihr eigentlich, ne? Fresst doch mal was, dass ich das sehe da. Ja, ihr drei, einer von euch. Wäre blöd, wenn ihr wieder weiß würdet, aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Achtung mal, habt ihr keinen Hunger? Ja, du nicht. Du bist ja weiß. Schon wieder eins draußen. Also im Multiplayer sollen die sich ja hier rausbacken können. Aber im Einzelplayer, im Solo-Spiel... Ja, ihr bleibt schwarz, sehr schön. Das ist Genmanipulation. Einfach schwarze Farbe. Irgendwo hinhalten ins Schaf und Gentechnik. Schäfchen schon mal wieder. Jawohl. Und vielleicht sollte ich doch mal das Gehege ein bisschen größer machen. Was haltet ihr davon? Hm? Ja, ihr lauft mir zwar hinterher, aber könnt keine Babys. Ja, der bleibt doch weg. Oh. Hier fliegen die Herzen vor der Nase rum hier. So, haben wir noch irgendwo einen? Ja, hier zwei noch. Habt ihr euch gefunden? Sehr gut. Das ist immer ein Stress hier. So, macht's gut, Schafe. Da ist ja auch noch eine Schere drin. Wunderbar. Aha. Komm mal her, du Idiot. Wo ist er jetzt? Komm, 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 komm. Bin ich zu weit weg für dich? Oder sind die jetzt intelligenter geworden? Dass die nicht mehr ins Wasser springen. Ich habe keine Ahnung. So, wie spät haben wir es?
Ah, ich glaube, wir spielen schon lange genug heute. Ich werde dann hier nach dieser Aufnahme, nach dieser Folge mal die Aufnahme wieder unterbrechen. Mal schauen, wo ist denn der Endermann jetzt? Ah, Schweine. Angeblich geben Schweine jetzt ein bisschen mehr Schinken als früher. So, wie viel war das jetzt? 2. Naja, gut. Ist nicht die Welt. So, hier in diesem Wäldchen hatte ich das Holz geholt für die... Ja, und dann auch gleich wieder Setzlinge ausgebracht. Ah, da bist du jetzt, da unten. Da meinst du, vor mir sicher zu sein, ne? So. Und schon wieder blitzt es draußen. Da ist noch eine Kuh. Rindfleisch auch fein, ja. So, was haben wir hier in der Truhe? Genau, da sind noch die Eichenholzbretter, Äpfel, Eichensetzlinge, Eichenholz, alles das, was ich hier abgekloppt hatte, als ich offline für die Schilder gearbeitet habe. Ich glaube, wir nehmen das mal mit und tun es bei uns oben hin. Die Truhe lassen wir mal hier. Vielleicht versteckt da irgendeiner noch mal was da drin. Ich werde das nicht tun. So, wo ist denn jetzt der Enderman? Ich sehe ihn nicht. Rüber. Wunderbar. Tür. Okay. Ja, was haben wir heute geschafft? Wir haben so ein bisschen am Hotel gemacht. Wirklich nur ein bisschen. Wir haben Wolle geholt. Wollen dann demnächst mit der Wolle 16 schwarze, 38 weiße, das hört sich schon mal gut an. Da werden wir am Hotel Fußboden ein bisschen was machen. Die Empfangshalle ist angesagt. Holz haben wir jetzt auch reichlich. So, dann was zu essen. Da haben wir jetzt wieder ein paar Äpfel dazu bekommen. Ein bisschen Schweinefleisch und Rindfleisch. Eier hatten wir hier oben drin. Genau. So. Und dann. Was noch? Steinchen weg. Was ist denn das? Fisch. Ich dachte, es war Bonbon. Nee, Fisch. Okay. Fackeln. Und Werkzeug. Jetzt werden wir erstmal was essen. Nicht, dass wir noch kurz vor Torusschluss hier vom Fleisch fallen. So, Steine. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wo steht die Sonne? Noch ein bisschen zu hoch zum Schlafen. Also kann ich mir noch mal hier kurz dieses Gebäude anschauen. Megaraptor 2000, Maximized Vision, Herr
herzlichen Dank für das Abo, General Anal und ID3 Structuri. Ja. Marok Boy, Boy der Jumper und SMS 1015. Patti Leiti. Herzlichen Dank alle. Pascal auch. Miss El Paki. MS El Paki könnte eine Miss sein oder ein Motorschiff. Das weiß ich jetzt nicht. N. Katzensteiner. So, Katzensteiner, da fällt mir ein. Einen Hund haben wir, aber noch keine Katzen. Nur als Abonnenten. Aber ich möchte gerne auch mal vielleicht ein paar katzige Haustiere haben. Würde mir sehr gefallen. Na gut, das kriegen wir auch irgendwann nochmal hin. Bis dann, Ende der Aufnahmesession für heute. Adieu und macht's gut.